Was up, Party People? Willkommen zur Kadervorstellung von meinem Kader, logischerweise, der NPBL Season Nummer 5. Ja, letzte Season waren wir auch schon dabei. Season 4, das war eine Doubles Liga. Diese Season bin ich in der Singles Liga dabei. Diesmal gibt es zwei Ligen, einmal Doubles, einmal Singles. Und ich bin diesmal in der Singles Liga dabei und ich wollte euch jetzt einmal kurz, nachdem ich Kyle Füßer in die Kamera reingestartet habe, kurz mal zeigen, was ich mir zusammengedraftet habe. Wer im Draft schon dabei war, der wird wissen, was ich mir gedraftet habe, aber ich wollte mal auf den genauen Gedanken dahinter eingehen, was ich damit vorhab und wie ich den Kader im Allgemeinen finde. Also ich bin meinem Team Ultimate Overdrive dieses Mal wieder dabei und wir haben letzte Season schon. Und ja, ich habe vergessen, den Merch anzuziehen fürs Video. Das mache ich fürs nächste. Denn, Leute, es gibt NPBL-Merch. Kaufen. Jo, also, wir sind hier. Ich habe hier vor mir einmal die Showdown-Übersicht meines Teams. Plus, ich habe hier auf meinem Zeilenbildschirm die Aufnahme. Heißt, falls ihr immer mal rumgeklickt gehört, es liegt daran, dass ich nebenbei Sachen am Laufen habe. Im Keller. Ja, ja, fangen wir mal an mit meinem First Pick. Können wir halt mal anfangen? Hier mal eine kleine Kartenübersicht. Ihr seht natürlich auch wieder mein wunderschönes Logo. Danke an Kiba hat man auch dafür. Ist ein wunderbares Ding geworden. Ja. Und ja. Unten sieht man nochmal das Logo der Singles Liga. Und wir fangen mal mit meinem First Pick an. Und zwar mein First Pick: Dragoran. Warum habe ich mir Dragoran reingeholt? Ich hatte vorm Draft die Überlegung, ich wollte einen Drachen haben. Als First Pick. Erstens, es gibt unfassbar viele geile Drachen. Im Tier 1. Und Tier 1 ist eigentlich immer so der Instant-Pick. Zweitens, ich war Zweiter in der Draft-Reihenfolge. Heißt, ich hatte noch relativ viel Auswahl. Und von den Drachen gehen viele schon in den ersten Runden weg. Deswegen dachte ich mir, okay, holst du einen von denen rein. Weil du viele davon auch noch nie gespielt hast. Und ein paar von denen in Gen 8 eigentlich ganz geil sind. Und drittens, ja, ich wollte eben Sachen nutzen, die in Gen 8 neu dazugekommen sind. Einmal kurz anders hinsetzen. Und die kann ich hier eben ganz gut nutzen mit einem Mon, was schön variabel ist. Und was eben coole Sachen dazu bekommen hat. Deswegen Dragoran. Ich hatte auch noch Knackrack, Brutalander und Latios im Kopf. Was alles sehr coole Mons sind, mit denen man sehr viel Scheiße anstellen kann, man muss mal dazu sagen. Ja, ne, am Ende ist mein Wahl auf Dragoran gefallen, weil Dragoran unfassbar viele Tools hat. Der kann physisch und speziell sein, der kann tierisch auch mal supporten, der kann Defog. Hat mit den Boots plus Multiscale eine sehr geile Combo dazu bekommen, weil man jetzt bei zu 100% Multiscale behalten kann. Weil keine Rocks mehr. Heißt, solange man nicht auf einen Willow reinkommt oder auf jeglichen gegnerischen Chip Damage, ist da jetzt kein großes Problem hinter. Ja. Dauern zusätzlich noch eine sehr geile Prio mit Extreme Speed. Der hat Möglichkeiten zum Setup, entweder über Drachentanz oder über den guten alten Curse. Zusätzlich ist er mit einem 134er Attack-Wert gesegnet. Haben auch nicht viele Mons sowas. Also der kann schon ordentlich reinknüppeln. Speziell 100 ist auch sehr stark. 80 Speed ist zwar jetzt nicht so unbedingt Peak, aber man kann schon vieles. Also man kommt mit auf plus 1 auf knappe 426, if I know right. Sollte. Heißt, der kommt noch auf ordentlich Tempo, wenn der mal Bock hat. Und ja, der sollte eigentlich öfters mal Bock haben. Noch irgendwas zu dem Bruder. Hat mit Dual Wing Beat auch mal einen okayen Flugsepper zu bekommen. Ist jetzt kein Brave Bird oder kein Plan Borschnabel oder so. Aber es ist ein useful Flying Step, der auch mal Sashes brechen kann. Was auch praktisch ist. So, sind wir zum Second Pick gekommen. Und so wie am Second Pick war, mir wurde ein Pick davor meine Wunsch-Fairy Pixie weggepickt. Ich wollte Pixie unbedingt haben, um einen Staple zu haben, mit dem ich umgehen kann. Und mit dem man irgendwie so alles machen kann. Also der kann Wish, der kann allgemein supporten, der kann Sachen einstecken, kann selbst setupen und ja. Vor allem Unaware wäre ziemlich cool gewesen, weil allgemein sehr viel Setup in Tier 1 rumläuft. Deswegen wollte ich eigentlich Pixie haben. Ja, dann wurde es eben weggepickt, kurz bevor ich dazu gekommen bin, es zu picken. Wie gesagt, ein Dinger davor. Dann saß ich da.
Da meinte Bene zu mir im Draft: Jo, pick doch mal irgendwas, auf was du gerade Bock hast. Ich scroll durch Tier 1, weil ich da irgendwas eigentlich draften wollte. Und sieht da Phantoros. Phantoros, bin ich sehr von dem noch irgendwie noch nichts Positives gehört. Weil ich dachte mir so: Digi, du hast mit Scarf toter Kills gemacht, du wirst es irgendwie hinbekommen. Damals gab Totok. UET Season 1. Gute Erinnerung. Ja. Ich werde schon irgendwie damit umgehen können. Ich habe es zwar nicht mehr geschafft, mit Trikefal oben zu gehen, aber ich werde es schon irgendwie schaffen. Ich fand ihn ganz cool, weil der eben mit Ghost einen der coolsten Spammable-Typings hat, das man so haben kann. Einziges Problem von dem sind halt Normal und Dark-Types. Darks nochmal ein bisschen mehr, weil man die bis auf Hyperstrahl oder Lebensschuss nicht sehr effektiv nicht mal normal effektiv treffen kann. Hilfe! Ja, gegen Normal Types sollte dann Dark Pulse noch einigermaßen ausreichen, aber wenn dann man auf Mudshot und Hyperstrahl bzw. Sternschau zurückgreifen muss, ist die Lage etwas schwieriger. Ich fand ihn trotzdem echt ganz lustig, weil der eben relativ spammable ist. Der hat Sweeping Faktor, was ich auch immer cool finde. Der hat einen sehr geilen Speed mit 130 Base. Zusätzlich Fähigkeit zu setupen. Und hat auch ein paar nice Strats, die man mit dem fahren kann. Der kann man auch mal als Sub-Disable-Set spielen. Willow Hex geht natürlich auch immer. Also Bürde, der Move. Man kann ihn auch mal ein bisschen supportive spielen mit V-Play als einzigen Angriffsmove, wobei da wahrscheinlich Shadow Ball immer noch die beste Alternative ist. Man muss gucken, wie man mit dem umgeht. Der kann auch theoretisch mal um was hazen oder so. Hat auch Zugriff auf Sachen wie Taunt oder Giga Impact. Nee, also der hat Zugriff auf ein paar sehr lustige Sachen und ich glaube schon, dass man mit dem ein bisschen Scheiße bauen kann. Und ich mag Mons, mit denen man Scheiße bauen kann. Ja. So, next one. Ich habe überlegt im Draft, du brauchst auch noch eine Fairy. Logischerweise, weil eine Fairy ist eigentlich elementar fürs Team. Das hat man in der PBL gemerkt, vor 2-3 Jahren. Da hatte ich keine Fairy. Und ich wurde von Maxi von Ravebird ziemlich gelegt, also vor allem im ersten Kampf. Ich hatte ja wirklich bis auf Bisafloor, was ich dann nicht dabei hatte wegen Dragoran, keinen Safe Switch in meinem Team gegen einen Kikli. Gegen einen Kikli. Kikli. Ja. Folglich wollte ich eine Fairy haben und die Fairy war dann schlussendlich. Oh, ich hab vergessen, auf Phantoros zu gehen. Jo. So, direkt auf 2 weiter. Galar Smogmog. Ja, Galar Smogmog, den hatten wir schon in UET Season 3. 3 müsste es gewesen sein. Und ich mag den. Erstens hat 3 unfassbar usable Fähigkeiten mit Schwebe, mit Reaktionsgas und mit dem Nebelfeld, wovon wahrscheinlich Nebelfeld noch das ist, was ich am wenigsten benutzen werde. Weil ich keinen Field Abuser in meinem Team habe. Also nichts mit Entlastung, nichts mit selbst Fairy und dann wird reingeböllert oder so. Folglich sehe ich jetzt keine großen Chancen, dass ich jemals Misty Terrain spielen werde. Oder Misty Search oder sowas. Also auf jeden Fall Feen. Best Nebelerzeuger, exakt. Eher mal eine Runde rumfliegen oder eine Runde gegnerischen Fähigkeiten ignorieren. Das sehe ich dann schon eher. Was kann der? Der kann supporten, der hat sowas wie Aromakur, der kann eben auch Defog. Kann theoretisch auch mal so lustigen Shit anstellen wie Nebelerzeuger plus Nebelexplosion. Fände ich sehr funny, aber ich weiß nicht, ob ich das jemals machen werde. Hat sicherlich noch Zugriff auf Toxic Spikes, auch wenn die mit dem Nebelfeld kombiniert etwas schwierig sind, aber ich werde eh kaum Nebelfeld spielen wahrscheinlich. Weil Mons ja im Nebelfeld nicht gestatist werden können. Heißt, lieber mal eine Runde Schwebe spielen und dann rum Toxic spiken. Eben Defog hat er auch, der ist tatsächlich Mixed spielbar, der hat 90 Attack, 85 Spätz Attack. Heißt, wenn wir mal einen Playbuff auf dem Bruder spielen, ich habe dann einen physischen Move kann. Schauen wir doch mal kurz hier bei Showdown. Kann er nicht. Was kann er so an physischen Moves überhaupt? Explosion, Gyroball. Den ultimativen Meister-Move nochmal auf Deutsch. Nicht Prügler.
Wer ist der Dark Move, die man auf Sheok spielt? Pokewiki ist die Antwort auf alles. Auch ob Viscogon irgendwelche Käfer-Moves kann. Gruß an Dennis an der Stelle. Wirbler. Wirbler heißt der Move. Ich hoffe mal, es fuckt nicht zu sehr ab in der, beim Anschauen, wenn ich hier jetzt ja etwas lost unterwegs bin. Das passiert einfach. Ich bin immer so drauf. Meistens zumindest, wenn ich nicht ja komplett aufgeregt in einem Kampf bin. Bitte verzeiht's mir. Ja, Galasmogmog auf jeden Fall mein Pick der Wahl in Runde 3. Weil ich den eben erstens ziemlich cool finde, zweitens ich weiß, dass ich mit dem spielen kann, auch wenn ich jetzt nicht ordentlich viel mit dem gemacht habe in der Ulti-Season, aber er hat einen verlässlichen Supporter-Job gemacht, hat glaube ich irgendwie 4 Kills gemacht in der Season und der ist ein Supporter, der ist ein Tank, eher. Oder man kann auch Physical Wall eher sagen. Und ich habe Bock auf den. Also habe ich ihn mal mitgenommen. So, nächstes Mon, ich hatte auch Bock, da hatte ich auch Bock drauf und ich wollte was gegen die Darks gegen unser Phantoros tun. Also quasi, wenn Leute Darks mitnehmen, sollen sie wenigstens dafür gepunished werden, dass sie Darks mitnehmen. Das war mein Ziel beim nächsten Pick. Heißt, ich wollte mal suchen, was Darks punished. Was punished Darks? Ich habe irgendwie so das Gefühl, dass man mir gar nicht folgen kann, weil ich halt viel zu sehr ins Englische abdrifte. Was punished Unlicht-Typings? Richtig. Die Ritter der Redlichkeit, wie man sie auch nennt. Und einen davon habe ich genommen. Mein Tier 1 war schon voll, also kein Terrakium. Auf Viridium hatte ich nicht nochmal Bock, den hatte ich auch schon in ULT Season 4. Heißt, wir hatten Bock auf Cobalium. Und ja, Cobalium, man sollte mir wissen, was der kann. Der wurde jetzt schon oft genug in jeglichen Draftlinien gepickt. Der kann Setup, der kann Rocken, der kann Supporten, der kann Damage dealen, auch wenn er 90 in beiden Attack Bases hat. Der kann Darks punishen. Der kann, wie gesagt, also kann relativ viel, der kann eben auch zum Beispiel mit Volt Switch Momentum aufbauen. Hat auch noch Zugriff zu Sachen wie Taunt oder sowas in die Richtung. Oder Roar kann der tierisch auch, wäre auch lustig. Um dem Team allgemein etwas zu helfen, den Gegner etwas zu erneuern. Und eben, der hat mit zum Beispiel Air Slash und Megahorn, wie auch zum Beispiel Viridium, hat es ja auch bekommen. Bisschen was dazu bekommen diese Season. Kann auch Stahlstrahl, den guten 140er Move, der auch Damage macht, wenn man auf Fitchhill drauf schießt, was ich auch immer noch nicht verstehe. Aber sei es halt so. Ja, also wenn wir da Zugriff zu vielen Sachen, ich mag den auch sehr gerne, der war in Gen 7 Stammmitglied meines Lieblings-Monotype-Teams auf Pokémon Showdown. Wer mich näher kennt, weiß, dass ich sehr viel Monotype spiele auf Showdown. War schon immer mal eins meiner absoluten Lieblingsmetas. Und in Gen 7 habe ich das sehr viel gespielt, in Gen 6 war ich kurzzeitig mal auf der Ladder. Und wie gesagt, es ist das einzige Meta-Gefühl, was ich kann. Help me. Ja. Also, ich mag ihn sehr gerne und hatte deswegen auch Bock, den mitzunehmen. So, dann wieder viel zu lang über ein einzelnes Mund geredet. Mein Mund wird schon trocken und ich habe mir nichts zu trinken geholt. Hilfe. Ich glaube, ich muss mal was zu trinken holen sollen, bis rauskappen soll. Zieh mal durch, wenn mein Mund komplett staubig wird, dann gehe ich los, was zu trinken holen und dann cutte ich das einfach raus. Perfekt. So, next one. Und zwar ein Altbekannter aus NPBL Season 4. Lantern. Weil Lantern nicht nur im Doubles geil ist, sondern auch im Singles geil ist. Wir haben ja schon gesehen, was der in Doubles machen kann. Vor allem gegen Marcel, da war der ziemlich geil unterwegs. Gegen Steve, Rex hatte der auch nochmal einen kleinen Glanzmoment, also einen großen Glanzmoment, weil der da halt gedynamaxed war. Und einen Dynamax Arcani verprügelt hat. Und ja, der hat im Singles eben auch zu. Diesmal dürfen wir auch alle Moves spielen, nicht so wie in der NPBL, als wir auf GC-Regeln achten mussten und ich deswegen kein Lantern mit Heal Veil spielen durfte. Ganz schlimm.
Ja, wir haben hier Zugriff auf Voltwechsel, wir haben Zugriff auf Siedewasser. Das sind schon mal zwei der geilsten Moves, die es im ganzen Pokémon-Universum gibt. Um es mal so zu sagen. Wir haben hier einen kompletten Safe-Switch in Raikou, was ziemlich cool sein kann, weil Raikou mittlerweile ein Threat ist. Ein relativ großer Threat, weil Raikou mittlerweile ja Siedewasser kann und Aurasphäre auch so lernt, ohne dass er scheu sein muss, ohne dass er hitzig sein muss. Also kann der auch mal Speed haben mittlerweile. Ja, wir haben zusätzlich noch Zugriff auf Sachen wie Tiefschlag, wir haben Zugriff auf theoretisch Agilität-Setup. Wer Razor in der GPL Season 7 war es, glaube ich, zugeschaut hat, weiß, dass der mit Agilität Dinge zerstören kann. Und wir haben Möglichkeiten auf Setup im Team. Aber allgemein ist er ein sehr geiler Supporter, ist ein, man könnte auch sagen, Sponge. Der kommt in sehr viel rein und hat eben auch so mit Water Absorb Sachen, um Gegnerische Attacken einfach aufzusaugen. Ja, und hat eben auch Möglichkeiten rum zu Status mit Donnerwelle, mit Toxin. Ich mag den sehr gerne. Merkt man vielleicht auch. Ich hab Bock auf den. So, dann sind wir mit Pick 5 fertig. Jetzt geht's zu Pick 7. Und Pick 7 war Alolas Nobilikat. Groß an Eda an der Stelle. Der mag das Ding ja sehr gerne. Ich hab's mir aber auch ein bisschen mehr mögen gelernt. Das Coole an Alolas Nobilikat ist einfach, dass der erstens eine überragende Fähigkeit hat für so einen Low-Tier-Mon, dass der einfach doppelte Def hat. Der ist ein Pure Dark, heißt, der hat die normalen Dark-Type-Resistances und hat kein zusätzliches Typing, was den irgendwie noch irgendwelche Matchups verschlechtert. Hat Zugriff auf Knockoff, was für einen Dark-Type immer gut ist. Hat Zugriff auf Parting-Shot, was ein überragender Move ist. Außer man ist ich und Adrian in der ersten SML-Season von uns beiden. Hilfe. Ja, aber ich glaube, Legos wurde nicht gepickt, heißt, da ist alles safe. Der hat theoretisch auch Zugriff auf Wechsel dich, was auch immer cool ist. Der hat U-Turn theoretisch auch noch. Der kann theoretisch auch mal Nasty-Plot-Setup fahren. Der hat mit 75 nicht den besten, aber auch nicht den schlechtesten Spezialangriff. Und mit 115 auch absolut keine schlechte Speedbase. Der kann auch mal ein bisschen Setup fahren und sweepen. Theoretisch hat er auch Techniker, heißt, man kann auch etwas schlechtere Moves, wie zum Beispiel. Jetzt brauche ich ein gutes Beispiel. Schlechtere Moves, wie zum Beispiel mal Aeroass oder Schockwelle, auch wenn man einen Dollarblitz, glaube ich, hat. Water Pulse kann der auch. Haben wir keinen Ersatz für. Oder Eissturm. Immer gute Moves. Der, also hat eben Techniker, dass er sowas auch mal benutzen kann. Und ist einfach. Der kann relativ viel und das meiste davon auch relativ gut. Heißt, ich hatte Lust auf den. Theoretisch können wir auch mal Rattle spielen. Die einzig wahre Fähigkeit. Ja. Aber dazu wird es wahrscheinlich eher nicht kommen. So, jetzt kommen wir zum nächsten Teammitglied und. Ja, das war so eine spontan Panikaktion. Ich habe gesehen, ich brauche einen offensiven Fire-Type. Da mein Tier 2 schon verplant war, weil ich da schon relativ free wusste, was ich wollte, aber noch am Überlegen war, und in unteren Tiers zu der Zeit schon die meisten Fire-Types mir gefallen haben, oder entweder waren die meisten schon weg, die ich wollte, oder es war keine Medaille, die ich wollte. Eins von beiden. Heißt, ich musste in Tier 2 gucken und Tier 2 war noch Alola Knogger zu der Zeit. Ich glaube, Skelapra war auch da, Amphira war noch da und eben Flampivia. So, gehen wir mal durch. Skelapra, ich habe schon den Geist. Genauso bei Knogger. Heißt, bleibt noch Amphira übrig und ich kann mit Amphira auf alles gefühlt nicht umgehen. Ich weiß nicht, warum man kann mit diesem Ding nicht umgehen. Da ist mir irgendwie der Move-Pool zu klein oder ich habe keinen Bock, irgendwelche Tox-Sub-Protect-Shit-Sachen zu spielen. Auch wenn mich Arthur in der SML mit Arbok dazu genötigt hat. Das tut immer noch weh. Heißt, schlussendlich bin ich dann auf Flampivian gegangen. Flampivian, der hat in der Gen auch ein bisschen was dazu bekommen. Iron Defense plus Body Press, die einzig wahre Combo. Nee, nicht nur das, der hat eben, also einmal hat er eben Sheer Force ist immer geil, weil Sheer Force einfach heißt Böllern.
und nichts anderes, weil Böllern ist Böllern und Böllern ist geil. Setze ich halt auch noch Zugriff auf Trickbetrug bekommen. Und was man mit Trickbetrug und so einem Mon wie Dark Manager, was man gerne mal Scarf dort allgemein choiced, anstellen kann, werden wir mal sehen. Das könnte lustig werden. Dann sowas wie, ja, allgemein, der hat auch viele Arten von Setup, kann auch mal supporten, auch wenn der absolut keine Supporter-Sets hat, der hat 140 Attack, der will böllern. Und zwar richtig böllern. Man könnte mal gucken, ob man vielleicht mal so ein kleines Zen-Mode-Setup fährt, aber da sehe ich mich eher nicht, weil mir das dann wieder zu risky ist im Teambuilding. Ich mag keine risky Teambuildings. Ich will mir immer lieber auf alles safe gehen und am Ende geht's doch nicht safe und ich liege heulend im Bett und weiß nicht mehr, was weitergeht. Hilfe. Ja. Also der Melton war mein Fairtype of Choice. Ich hätte mal weitermachen sollen in der Präsi. Quasi. Ja, war mein Fairtype of Choice. Und ich hoffe, ich kann mit dem ein bisschen Spaß haben. Auch wenn er immer wunderschön und nett guckt. Hilfe. So. Dann sind wir bei Pick 8 angekommen. Und Pick Nummer 8 war dann im, ich meine, Tier 5. Oder war es Tier 3? Eins von beiden. Es war im Tier 2, noch besser. Und zwar Relaxo. Ich habe gesehen, dass er noch free ist. Die paar Runden davor. Und ich mag den. Der ist cool. Der sieht absolut nicht aus wie ich und das finde ich sehr lustig. Ja. Der ist bulky wie Scheiße und drückt dann auch Damage wie Scheiße. Der hat 110 Attack Base, 110 Spätz Death Base und verdammte 160 KP Base. Ouch. Also nicht ouch für ihn, weil der tankt halt das meiste relativ gut. Vor allem speziell defensiv ist der eine absolute Wand. Das ist wahrscheinlich die drittbeste speziell defensive Wand nach Hytera und Scharnierer. Da kommt wahrscheinlich wirklich Relaxo mit 160, 110. Der steht einfach. Ja, was hat Relaxo denn so attraktiv gemacht? Ich will auch einen Normal Type haben, weil Normal Types einfach geil sind und Normal Spam auch hin und wieder mal lustig sein kann. Wenn der Gegner keine ordentlichen Steel Types oder ordentlichen Rock Types hat oder auch keine ordentlichen Ghost Types. Welche Lachs auch alle sehr effektiv tanken kann. Yay. Ja, wir haben ja auch Zugriff auf Sachen wie Hammerarm oder Kraftkoloss, auf Erdbeben, auf Knirscher und noch auf so lustigen Shit wie Eisenwalze. Mein Lieblingsmove aus der NVBA. Ich weiß nicht, ob ich ihn auf Ferrothorn gespielt habe. Ich habe mit ihm um 4 Mal oder so, während Ferrothorn gefühlt 4 Mal dabei war. Ja. Supportive ist jetzt nicht zwingend, man kann ihn supportive spielen, aber dafür ist er wahrscheinlich etwas zu langsam. Kann trotzdem auch so was wie Gainer drücken, der kann auch mal Belly Drum Setup fahren, dafür müssen wir vielleicht nur mal einen Trick Room rausholen und ich habe gerade absolut keinen Plan in meinem Team, ob er Trick Room kann. Weil ich glaube keinen Psychic Tap habe. Ausnahmsweise mal. Aber ich glaube, man kann trotzdem sehr viel Spaß haben und ich habe Bock auf den. So, noch 3 Tiers offen. Reihenfolge ist jetzt, soweit ich weiß, zweimal Tier 5, einmal Tier 3. Und wir kommen jetzt mal noch zu unserem Ground-Type, weil Regi Illiki wurde gedraftet, folglich ich brauche irgendwas, um da reinzukommen. Also habe ich einen relativ, obwohl ich habe ja jetzt auch Lantor, ja, aber trotzdem, ich will noch einen Ground-Type haben, allgemein gegen Electric Spam. Und weil Ground-Types allgemein auch gegen viel anderes helfen können und weil die offensiv auch mal ein bisschen Purpose haben können, auch wenn mein Ground-Type nur 81 Attack Base hat. Wir haben uns nochmal eine Galar-Form gedraftet. Wir haben uns Galar Flunschig reingeholt. Ich wurde im Draft-Chat gefragt, warum Galar Flunschig. Weil es normal Flunschig in Tier 4 war und ich das nicht mehr nehmen konnte. Ja, ich hätte lieber das Normale gehabt, wie schon gesagt, aber da das andere Flunschig, wie gesagt, in Tier 4 ist und ich trotzdem Flunschig haben wollte, weil Flunschig einfach cool ist, bin ich dann in Tier 5 gegangen auf Galar Flunschig. Erstens ist nur mein Steel-Type und da mein eigentlicher Steel-Type schon keine Fair-Resistance hat und auch keine Psychic-Resistance, nehme ich dann doch lieber noch einen mit. Ist auch cool. Der hat ganz ordentliche defensive Stats und war auch schon in der SML genug nervtötend, auch wenn der hier wahrscheinlich jetzt nicht nur nervtötend sein wird, weil es ist kein SML-Meter.
Aber trotzdem, der könnte auch lustig werden mit Mimikry wegen den ganzen Feldern. Die können wir vielleicht auch einmal als Fairy spielen mit Weezing zusammen. Das könnte lustig werden. Ja, auch wenn es dann ein bisschen problematisch sein könnte mit so Sachen wie Kapuriki. Auf die ich dann auch wieder weniger Bock habe. Aber lässt sich schon safe alles irgendwie handeln. Ja. Der kann rocken. Der hat, glaube keinen einzigen physischen Stahlstep. Wenn ich gerade richtig liege. Der hat Metallklaue. Au. Er hat speziell keinen Flash kennen. Der hat zwar einen besseren physischen Angriff, aber den will man eh nie groß offensiv spielen. Hat dann eben noch Zugriff auf Scald, was auch mal praktisch sein kann. Der hat Zugriff auf Foulplay, was auch sehr cool ist. Der kann eben auch mal EQen. Der hat Edgequake, heißt fast perfekte Coverage, zusammen mit dem Knirscher, den er kann. Hat er der perfekte Coverage dann. Und ich glaube, der ist tatsächlich noch relativ rund geworden. Noch relativ rund ins Team hat er noch relativ rund reingepasst. So, jetzt habe ich den Satz. Hat auch noch Best Demo. Typenspiegel, ich sehe, wir sind bei 26 Minuten Aufnahme. Heißt, ich werde wahrscheinlich jetzt nichts mehr trinken gehen, weil ich eh die letzten beiden Mons kommen und es sich nicht mehr groß lohnt, jetzt deswegen nochmal kurz was trinken zu gehen. Heißt, ihr werdet mich noch ein paar Versprecher hören haben dürfen. Deutsch. Ja. So, kommen wir zum vorletzten Pick. So, ich wollte, es sind ja relativ viele Drachen gedraftet worden, wie ich schon vorhin meinte. Und was hilft gegen Drachen? Eis. Warum auch immer. Ich verstehe die Weakness manchmal nicht so ganz, aber ja. So. Jetzt hatte ich natürlich die Überlegung. Ich hatte erst überlegt, ob ich im Tier 2 doch Marmutip nehmen will. Bis ich dann gemerkt habe, dass Marmutip in Tier 1 ist und ich deswegen nicht Marmutip nehmen kann, weil ich da schon Pandoras habe. Heißt, dann war die Überlegung, nehme ich Lapras. Lapras wäre auch cool gewesen, aber ohne G-Max ist ja auch nicht so cool offensiv. Und ich wollte einen offensiven Eisteil. Wunona stand auch eine Zeit lang zur Wahl. Waren auch eher nicht, weil. Alola Wunona logischerweise. Hatte ich aber auch nicht so Bock drauf, wegen Hagel Damage und Dragoran ist ein bisschen schwierig. Fand ich dann nicht so cool. So, dann bin ich in Tier 5 mal runtergegangen, haben wir mal geschaut. Habt ihr meine zwei Lieblings-Evoli-Formen gefunden? Und zwar Glaziola. Das coole bei Glaziola ist, der hat Gefriertrockner. Und Gefriertrockner ist einer der coolsten Moves, die überhaupt existieren, weil man damit sammelt eine Wasserattacke, die Glaziola logischerweise auch. Coolerweise auch kann. Eine perfekte Coverage hat. Weil in Eis halt sowieso nur Stahl, Feuer und Wasser reinkommen. Stahl trifft man. Wasser trifft man jetzt mit dem Freeze-Dry. Und mit Waterpulse trifft man Stahl und Feuer. Heißt perfekte Coverage. Easy. Der ist hauptsächlich für offensiven Purpose dabei. Der freut sich über Boots, natürlich. Der kann auch Triple Axel, auch was, wenn ich es wahrscheinlich nie groß benutzen werde, weil Triple Axel auf einem Mon mit 60 Attack nicht unbedingt die beste Wahl ist. Hat Tisch auch Zugriff auf sowas wie Weather Ball. Weather Ball kann auch mal ganz cool sein, weil, falls irgendwer Wetter spielt. Was nicht Hagel ist, habe ich auch mal ein bisschen mehr Coverage auf Glaziola, auch wenn der mit Eis, Geist und Wasser ganz okay abgedeckt ist. Also, ich habe ja schon gesagt, Eis mit Freeze-Dry plus Wasser ist gleich perfekte Coverage, aber man kann ja trotzdem ein paar Sachen noch ein bisschen besser treffen. Trotzdem ist der offensiv schon mal ganz cool. Dem fehlt nur ein bisschen der Speed, aber das braucht man jetzt nicht zwingend, weil der ist bulky genug, der hat 110 und 95 in beiden Def-Werten. Den haben wir gleich zu lange nicht, aber der ist bulky. Der ist gut bulky. Oder die, keine Ahnung, ob es männlich oder weiblich ist. Setup nicht wirklich, aber hat auch Zugriff auf Batten Pass. Heißt, wir haben auch ein bisschen Switch-Advantage drin. Wir haben allgemein relativ viel mittlerweile hier im Team. Wir haben Cobalium, Flampivian, Lantern, Alolas Nobilicat und eben jetzt auch noch Glaziola. Und setzen man kann, soweit ich weiß, auch noch. Kann das Pferd Batten Pass? Nee, kann es nicht. Und Dagoran kann es auch nicht. Und Relaxo auch nicht. Und Smogmog auch nicht, okay. Ja, also die ersten Namen schon mal, die ich gedraftet habe im ganzen im Draft nicht, aber okay.
Ja, auf jeden Fall Graziola, der hat auch noch Zugriff auf Heal-Bell, der kann auch mal tierisch wishen, auch wenn mit 65 HP-Base vielleicht auch mal 170 KP oder so passen kann. Aber man kann sich ja mal nutzen. Und ich jetzt hier irgendwie so halb aus der Cam rausfahre. Auch gut. Ja. Hat auch tierisch zwei Prios. Prios sind immer cool, auch wenn die halt eben nur mit 60 Attack benutzt werden, aber... Es sind aber die mächtigen 60 Attack. Ich kann mal nicht umgehen. So, jetzt kommen wir zum letzten Mon. Und zum letzten Mon einmal Grüße an Adrian, den guten alten SML-Mate. Weil ich hier, soweit ich es gerade im Kopf von seinem Lieblings-Pokémon noch gedraftet habe, ich habe noch einen Grass-Type gebraucht im Team. Weil Firewater Grass-Core ist cool. Starter-Core. Gruß an die Leute, die den Stream gesehen haben. Ja, Firewater Grass-Core ist immer ein guter Core. Und den sollen wir auch mal voll haben. Vor allem, weil Grass-Types defensiv eigentlich auch eine sehr gute Rolle im Draft erfüllen können, weil die eben erstens Grounds avoiden und zweitens Water avoiden und die kommen vor allem auch immer gut in defensive Waters rein. Auch, vor allem, weil wenn die nicht so eine Böller-Power haben, also Suicune auf einem Core-Mind, da kommt man schon eher weniger rein, aber in sowas wie Aquana oder sowas kann man mit Serena ja, okay, jetzt kann ich es halt offenlegen. Unser letztes Pokémon ist... Okay, what the fuck. Okay, ich habe irgendwas verkackt. So wie es aussieht. Hilfe. Okay, ich habe irgendwas verkackt in dem ganzen Ding. Stimmt, ich habe das letzte Bild vergessen. I'm sorry. So werde ich es jetzt noch irgendwie einblenden oder so. Auf jeden Fall, das letzte Mon ist Fuyal. Und was mich an Fuyal so gelockt hat, war erstens, der kann spinnen. Und wir hatten bisher eine einzige Removal, eine einzige Viable Removal im Team. Oh fuck, ich sehe aber die Cam ist auf jeden Fall übel. I'm sorry. Machen wir einfach so. Kann ich schon auf meinen Kader gerade rüber gucken. Finde ich gut. I'm sorry. Ja. Was soll ich jetzt sagen? Also, erstens, Serena kann Spin. Und wir haben mit Smogmog eine andere Viable Removal im Team. Und drei Rock Weaknesses. Ja. Also mit Fuyal erst nochmal eine Removal. Wir haben hier einen 120er Angriffswert, das soll man nicht unterschätzen. Vor allem mit so Moves wie Blattgeisel. 120 Power auf einem Move plus 120 Attack Base macht Aua. Zusätzlich einen ganz coolen Move Pool, der auch Abschlag umfasst und Kehrtwende. Eben nochmal ein bisschen Switch Advantage drin. Der hat auch noch Sprungkick, hat Knuddler. Hat also relativ viel, was er abdecken kann. Und was auch cool ist, was ich auch schon mal benutzt habe, auch zwar bisher nicht oft im Draft liegen, wo ich den hatte, aber der kann auch Screen. Und Screen plus Setup ist auch mal ganz lustig, so zwischendurch. Heißt, Screens aufsetzen, dann mit einer Slow U-Turn raus und Attacke ist immer cool. Triple X hat er auch, heißt, Ice Coverage ist auch am Start. Und ja, was ich jetzt schlussendlich sagen würde, ich bin im Kader eigentlich echt ziemlich zufrieden dafür, dass ich am Ende, dass ich am Anfang absolut keinen Plan hatte, was hier am Ende rauskommen wird. Ich kann nur eins sagen, ich glaube, wenn ich am Anfang Pixie bekommen hätte, wäre der Kader ganz anders geworden. Weil ich dann erstens keinen Ghost-Type im Tier 1 gehabt hätte. Zweitens hätte mir der Speed gefehlt. Den ich jetzt ganz okay abgedeckt habe. Also, wir haben hier ein paar ganz okay Speed-Tiers jetzt. Wir haben Phantoros mit 130. Wir haben Sobelica mit 115. Wir haben Cobalion mit 108. Danach kommt Flampivian mit 95. Und dann sind wir eigentlich schon in den wichtigsten Speed-Tiers einigermaßen drin. Ja, und ich hoffe, euch hat das Ganze Ihnen gefallen, trotz bisschen pannenhafter Aufnahme. Man kennt es ja mittlerweile nicht anders bei mir. Und ja, ich wünsche euch einen angenehmen Freitag plus ein angenehmes Wochenende. Ich nehme das Ganze gerade am Donnerstag morgens um 1.21 Uhr auf. Schlafrhythmus! Ja. Und wie gesagt, ich wünsche euch ein schönes Wochenende. Mit den anderen Kadervorstellungen, die wahrscheinlich jetzt auch kommen werden. Also
Freitags wird wahrscheinlich die Singles-Liga kommen, samstags die Doubles-Liga. Checkt alle Leute aus, also nicht nur die Singles, sondern auch die Doubles-Leute. Also Doubles kenne ich, glaube ich, ein paar mehr Leute noch, weil noch viel von letzter Season dabei sind. Also Dennis, Kentakio, Marcel, Payne, die ganzen coolen Leute. Alle dabei. Und ja, dann würde ich sagen, ich bin raus für das Video hier. Wir sehen uns entweder in der Woche bei Pokémon Colosseum, was ich probiere auch durchzubekommen. Eben das zu anderen Projekten, die ich habe. Ich habe noch was anderes in Überlegung, was ich noch bringen will. Auch wenn ich nicht weiß, ob ich mit drei Projekten gleichzeitig auf dem Kanal etwas überfordert sein werde. Aber ich probiere es auf jeden Fall. Sonst muss man irgendwie ein bisschen anders arrangieren. Aber ich habe Bock drauf und Leute, ich bin raus. Ciao, ciao.